Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an alle, die hier da sind. So, wir sind also bei... Wir waren zuletzt hier genau in Odins geheimem Raum. Wir hören Gewitter. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau... wir hatten ja gegen einen von Odins Söhnen gekämpft. Der ist tot, ein anderer ist abgehauen. Und ich glaube, Atreus wollte den umbringen. Hat er vielleicht auch, kann ich so genau nicht sagen. Und jetzt sind wir hier und da haben wir also irgendeine Karte, die hat Mimir sichtbar gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, den Rest gucken wir uns nächste Woche an. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe auch diese, man sieht jetzt, dass ich Runen an den Waffen habe. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe komplett ohne Runen gespielt. Voll wie ein Anfänger. Und was wollte ich sagen? Ich habe diese Blades als Schlüsselanhänger gefunden. Ich habe also jetzt die Idee, diese Blades als Schlüsselanhänger wirklich mir auch irgendwann noch zu kaufen. Aber da brauche ich noch einen Moment dafür. Einen Moment. So, lautstärktechnisch ist alles da. Ja, das ist da. Das ist auch da. Wir fahren mal mit einem Fahrstuhl. Ich weiß nicht wohin, aber wir fahren mit einem Fahrstuhl. Junge, was du vorhin sahst. Oh, es gibt ein Zeug. Ich habe nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Nur Kratos hat also gesehen, dass er gegen Zeus gekämpft hat. Na schön. Ich bin gespannt, was hier aus Atreus noch wird. So, wir sind an... Keine also Ahnung, dann was... kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Wo ist dieser Zwerg? Wo ist Brock? Brock oder Sindri? Also, was ist das hier schon wieder Schönes? Guckt euch das mal an. Was ist das hier schon wieder Hübsches? Das ist doch nicht der Weltenbaum. Aber das ist doch so ein Baum, den man sich auch ins Wohnzimmer stellen könnte. Jetzt mal so rein. Oder in mein Hobbyzimmer. So rein mal von der Beleuchtung her. So. Was haben wir hier? Hier haben wir Kristalle, die wir nicht anfassen können. Ist das etwa... Doch, das ist ja doch der Weltenbaum. Wir fahren zurück nach Midgard. Danke für ein Like an die Teffi, möchte ich mal sagen. 105 Likes, vielen, vielen Dank. Starke Unterstützung. Vielen Dank. Für... So. Wir gehen zurück nach Midgard, direkt in die Mitte rein. Da müssen wir also ohne viel rumzustellen einfach... Oh, guck mal, das ist das Ohmzeichen, da ist das Ohmzeichen! Können wir jetzt nach Griechenland fliegen vielleicht? So, wir sind in Helheim. Und mit R komme ich zurück nach Midgard. Nach Hause. Dann kümmern wir uns mal um den Schlüssel. Also Kopf, warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er! Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur und Freya denke, dann... Wie mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Kopf, sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir! Ja, Junge? Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Oh. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. Hallo Markim. Markim, ich verstehe absolut, dass du das sagst. Und ich habe es letztens versucht. Ich habe letztens versucht, was daran zu ändern. Ich habe versucht, die Auflösung runterzunehmen und dafür mehr Bitrate reinzunehmen, um das Schwimmen zu vermeiden. Aber das hat meine Codierung völlig überlastet. Also was ich jetzt noch ausprobiere, was ich wirklich jetzt mal mache, ist einfach die Bitrate noch höher zu nehmen, in der Hoffnung, dass das besser läuft dann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich mache das mal eben schnell. Ich mache mal einfach hier nochmal, ich lege mal noch 1000 drauf.
Und dann müssen wir hoffen, dass davon aber nicht mein Spiel anfängt, total in die Brüche zu gehen. So, jetzt aber gerade müsstest du eigentlich gehen. Ein TikTok-Universe habe ich bekommen. Vielen Dank. Für ein TikTok-Universe. So. Also, ich hoffe, es ist erträglich trotzdem. So, also okay, wir wissen jetzt, dass uns Mimir nicht sagen kann und darf, was das Problem ist mit Freya und Baldr oder Baldur. Aber wir wissen schon aus der Mythologie, dass Baldur, der wohl hübscheste Gott aus der nordischen Mythologie, ein Problem mit Mistel hat. Und wir wissen auch, dass Mistelpfeile vorhanden waren. Und wir wissen, dass Mistelpfeile verbrannt worden sind, aber Atreus hat hier noch ein ganz kleines Stück Mistel, also ganz kleines Stück Mistel hängt noch hier an seinem Köcher. Das bedeutet, wir haben theoretisch einen kleinen Mini-Mistelzweig. Mal gucken, ob das uns im späteren Verlauf was bringt. So, jetzt sind wir hier, können wir uns wegbeamen und hier müsste eigentlich Brock stehen, guck mal. Kannst du das machen? Und so freundlich, wie die immer so sind, ne? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Scotchlack. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Das soll mich doch. Ist das? Wo hast du? Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum. Lass es uns angehen. Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Die beiden Brüder, ne? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stahl noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Die beiden Brüder. Ich find's ja cool. Haben sie sich wieder getroffen? Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Zu grinsen. Es ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Gerade hat natürlich überhaupt keine Empathie, ne? Der ist unfreundlich, gemein. Dem ist das zu schmutzig. Ich hab mir die Hände schmutzig gemacht. So, okay. Den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Haben wir nicht, ne? Können wir noch etwas für dich tun? Nee, nur schön, dass ihr klarkommt. Ah, tja. Dasselbe gilt für euch. Ha. Ich hab mich einfach zu wichtig genommen. Hast ihm gesagt, was er hören musste, habe ich den Eindruck. Oh! Tut mir leid. Stimmt. Atreus war gemein. Hab ich längst. Wie du sagst. Wir kommen klar. Jetzt zurück an die Arbeit, bevor ich sentimental werde. Der Atreus redet zu leise jetzt. Also zumindest habe ich das Gefühl. Aber mehr geht hier nicht, was, ne? Was darf denn sein? Jetzt können wir mal ganz kurz gucken, ob wir was verbessern können. Ich glaube, das ist so. Ja, das müsste erstmal gereicht haben. Wegen dieser anderen Sache.
Ja, der Alchemist, wir suchen den noch. Wir suchen den noch. Und jetzt ist die Frage, müssen wir hier rausgehen, glaube ich, ne? Gucken wir mal. So, jetzt habe ich Markin nur noch 59 Bilder pro Sekunde. Ich hoffe, dass das wenigstens ist. Das muss ja irgendwo im Tempel sein. Ich hoffe, das hat sich wenigstens gelohnt für die Bildbandbreite. Was, der Schlüssel muss, was, muss irgendwo im Tempel sein? Heißt das, ich muss nach da drüben irgendwo. So. Vielleicht ist es ja ein bisschen besser. Und jetzt, ich renne gerade weg. Also muss ich doch in die Richtung. Muss ich in die Richtung und dann hinten runter, wa? Wenn ich jetzt hier runtergehe, näher ich mich dann dem Ziel. Ist das dahinter der Tempel, wo ich hin muss? Warte mal, guck mal hier runter. Jetzt bin ich weggelaufen vom Ziel. Jetzt komme ich wieder näher ran an das Ziel. Vielleicht ist es ja hier unten in dem geheimen Raum, wo wir die schwarze Rune irgendwie hatten. Wir gucken mal. Ich laufe mal im Kreis hier ein bisschen rum. 35 Meter. 21 Meter. Aha! Dann gehen wir mal hier rein in den Raum. Gucken wir uns mal diesen Raum von innen an. Tiersrune, das ist es. Tatsächlich. Da hat's gepasst. Na, Kratos hätte so einfach rausziehen können. Kratos hätte wahrscheinlich auch einfach die Tür aufbrechen können. Was ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. Okay, da ist erstmal ein Kristall. So, wollen wir ganz kurz mal gucken. Da nehmen wir mal einen Lichtpfeil und dann schießen wir mal. So, hier haben wir schon mal eine Brücke. Das sieht natürlich jetzt. Jetzt bin ich gespannt, wo das jetzt hinführt. Der Baum! Wir sind unterhalb der Weltenreisekammer. Aber wieso ist der Boden an der Decke? Der Boden ist an der Decke. Diese Türen spiegeln die von oben. Da war ich so Maus. Na, dann gehen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal weiter hier. Was ist das da oben? Was ist was? Wo? Wo guckt der hin? Was, was meint der? Da oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha! Direkt neben der Jüttenheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Oh, was liegt dahinter? Oh Mann, hier passiert immer so viel. Wollen wir erstmal hier im Kreis weiterlaufen und gehen wir jetzt mal hier raus. Hier ist eine, oh, hier ist eine, hier ist auch eine Brücke. Sieh an, ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche, offenbar Kunst der Riesen. Hier muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Ja, aber hier ist das leuchtet, aber da passiert nichts. Versuche mal nicht reinzureden, wenn die was sagen. So, hier ist der nächste Raum. Wir bleiben. Oh, was ist hier? Sitzt jemand? Ja, okay, der sitzt da nicht mehr, der liegt da. Hier ist ein Schwert. Hier ist es hell. Aha, jetzt kommen wir hier wieder zurück. Ja, warte mal, dann gehen wir nochmal hier zurück, dann laufen wir nochmal nach rechts rein. In den Raum hier. Gucken wir uns mal diesen Raum an. Guck mal, Atreus läuft vorne weg. Wow, wer sind die? Wer sind wer? Ja, was hast du geguckt? Wen hat er denn gemeint? Hier ist auf jeden Fall ein Tisch. Hier ist ein Runentisch. Da müssen wir erstmal die Rune von da nachmalen, bestimmt. Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau. Und sieh nur. Die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Oh, was machen wir jetzt, hä? Was haben wir jetzt vor? Der mag ihn. Der hat mich überall auf dem Schirm. So, jetzt gehen wir hier nah ran. Ach, der kippt jetzt die Tür um. Wow.
Und jetzt, Schubs! Außergewöhnlich! Das ist der erste Teil. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar! Wir machen bitte was? Kipp einfach meinen Tempel um jetzt. Das ist der Teil von 2018. Oh oh, da passiert was. Oh nein, wir haben den Baum aufgeweckt. Natürlich. Sehr gut. Sie greifen nicht an. Soll ich vorlesen? Ja. Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Leere. Sonderbar. Okay, was ist das jetzt? Na los, lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Kein Schatten. Jetzt kippen wir nochmal weiter. Was passiert denn dann? Nichts. Ah ja, die Ketten lösen. Da unten. Ah, jetzt sehe ich sie auch. Wenn du diese Ketten zerstören willst, musst du dich persönlich darum kümmern. Okay. Ja, dann gehe ich da mal runter und mach die Ketten mal kaputt. Danke, gibt es das auch für PS5? Ja, ich denke schon. Das ist der PlayStation 4 Teil, den wird es auch für PlayStation 5 geben. Und ich habe ihn aber hier für Steam gekauft. Müssen wir hier was machen? Ja, hier müssen wir was machen, ne? Aber wo fahren wir denn jetzt damit hin? Nach unten? Aber ich dachte, wir müssen außen rumlaufen. Wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jettenheim bringt? Kriegen wir Mimir noch dazu, ja, dass er uns sagt, was los ist? Vielleicht bist du genauso verrückt wie Tier. So, das können wir mal wieder ausmachen. Zack. So, jetzt heißt das, da ist was und da ist auch was. Jetzt gucken wir erstmal hier. Wir müssen eine jetzt die beiden Ketten... aus Statuen. Die erwachen bestimmt nicht zu leben, falls euch das Sorgen macht. Tyr meinte oft, er träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldaten Statuen nötig sind. Netter Bursche. Aber er hat sich selbst ziemlich ernst genommen, oder? Okay, die da. Dann gucken wir mal hier. Das ist der Fahrstuhl. Gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal, ob wir die erste Kette kaputt kriegen. Die da oder die da. Und na, oh. Wieder diese Todesfallen. Gehen wir das erstmal ein. Okay, das macht jetzt nicht viel Sinn. Muss ich die von hinten nach vorne irgendwie... Oh. Also hier habe ich gerade Gockelust. Was mache ich denn jetzt? Jetzt gucken wir nochmal. Und jetzt noch die da. So, jetzt haben wir die auch hintereinander. Jetzt kann ich versuchen. Sag mal, der Kleine könnte mich doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst. Guck mal, so. Dir macht das Spaß, oder? Ja, war jetzt nicht so professionell, aber ging. Da ist ein Wind von Hehl. Und den kann ich von hier nach da bringen. Jetzt gucken wir mal, was ist das? Bringt nichts. Oh, hier, guck mal, Heilung. Brauche ich aber gerade nicht. Dann heben wir die uns mal auf, falls hier irgendwas passiert gleich. Also hier ist ein Wind von Hehl. Und da ist eine Falle dafür. So, was macht die? Wozu habe ich die jetzt... Okay, wozu habe ich das gemacht? Weiß ich nicht. Ach so, ach, guck mal. Aha. Okay. Kriegen wir hin. Wow! Wir sind da. Es ist Zeit für deinen Einsatz. Du, erstmal lest mal, was hier steht. Bis Götter gut werden. Könnte ein Weilchen dauern. Nein. Die warten nur auf uns. Hier ist eine geile Kiste. Eine geniale Kiste. Nehmen wir mit. Was gibt's denn da als Schönes? Jetzt können wir die Nibelheim-Runen lesen. Oh! Und die Beckenrune ist auch hier. Gehen wir hin? Wir können nach Nibelheim! Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause.
Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren.